Ja, hallo und willkommen zurück zu Fallen Order. Ich hau mir noch mal schnell eine halbe Stunde um die Ohren hier. Huch, das wollte ich gar nicht machen. Und mach mal weiter mit dem nächsten Hauptziel. Denn das schiebe ich ja jetzt schon zwei Videos vor mir her und es sollte mal langsam weitergehen. Tombs and temples related to the Zepho and Jedi. But I hit a limit. To him, there was no limit. The poor crazy old guy was left alone. He was always alone, even when I was with him. He cared about his work and the future more than anything else. He didn't have the time. He was always on the move. Logano was the first place I ever saw that looked like he settled, even for a brief moment. Ja, denn ich dachte mir mal, langsam wird es Zeit, hier weiterzukommen. Und ja, ich hoffe, dass mit dem Video gestern, wenn das so klappt alles, also das Video von Mittwoch, ist jetzt besser gewesen als die davor, weil, ja, wie gesagt, die Bitrate war beschissen eingestellt und deswegen waren die unglaublich verwaschen. Dummerweise ist das Video dadurch auch riesengroß geworden, dass ich es umgestellt habe und deswegen, wenn ich alles richtig gemacht habe, zumindest, ich bin ja nicht so der Profi, wenn ich alles richtig gemacht habe, dann sollte es jetzt zwar nur noch in 1080p und 30 Frames sein, statt in 1440p und 60 Frames, aber ich denke mal, damit kann man leben. Wie ein Kumpel auch schon so schön sagte, es ist ja mehr ein Hobby und ist ja jetzt auch nicht so, dass ihr wenigen, die noch zuschauen, das jetzt unbedingt in der maximalen Qualität haben wollen. Ah. Partisanin, das ist, warum nicht einfach Rebellin? Hier sind wir mit dem AT-AT reingestapft. Genau, ich erinnere mich. Tja, ich guck mal kurz hier direkt mal rum, ob hier noch was Schönes zu finden ist. Wobei, ich kann ja einfach mal auf die Map gucken. Nee, hier ist nix. Wo ich noch nicht war, dann sollte hier wahrscheinlich auch nichts Neues dazu kommen sein. Dann treffen wir uns doch jetzt mal mit Captain Tafel. And Mari drew a map to your rendezvous point with Tarful. It's good to see you're safe. Sorry I couldn't be here sooner, but I haven't given up on Kashyyyk. It's dangerous here. Saul's already gone. The casualties are just too high. No. If you leave, the Wookiees lose support. Not all. Mari is staying behind with Choisik and Tarful. Some of our troops went with them. And you? My child already lost one parent. I can't stay. But myself and the others will find a new way to serve the cause. Be safe, Mirianna. Mari said you were overrun. I didn't realize it would be this bad. It's always this bad with the Empire. But there's still a chance for your quest. I'll find a way to help you. You've done more than your share. Thank you, Cal. Ich frage mich ja bei den Wookiee-Soundeffekten, ob die immer, wenn in einem Spiel einer auftaucht, sie die Effekte neu aufnehmen, also die Stimmen. Oder ob die, ob die quasi eine Stock-Wookiee-Geräusch-Soundfile bei Lucasfilm rumliegen haben und die immer wieder benutzen. Oh, das sah nicht gut aus. Nachladeruckler. Immerhin, ganz schön flott der Aufzug. So, und dann jetzt hier links und darüber und dann da durch. Ja, das sollte doch machbar sein. Ach ja, das ganze Ding hier hinterher nochmal zu durchsuchen. Habe ich da oben etwa gerade schon was gesehen? Oh.
Nicht schon wieder Kopfgeldjäger. Au! Au, Mann! Hauen hier mal wieder rein. Na, diesmal lasse ich mich nicht schon wieder von den scheiß Kopfgeldjägern fertig machen. Ah, komm schon. Au. Now, BD. I need a stim, BD. Na, komm schon. Mal krieg ich dich. Boah, ja, cheesy. Dir gebe ich Jedi Reflexes so. Ach du Scheiße. Kann ich die scannen? Nein, okay. Die haben es echt in sich. Und ständig tauchen die auf und wollen irgendwas. Ja, ich weiß, ich lasse mich hier schon wieder ablenken. Kann ich darüber? Ja, nice. Ist hier irgendwas Sinnvolles? Sieht irgendwie nicht danach aus. Außer, dass hier die Tür öffnen kann. Und hier noch eine Abkürzung einmal kann. Und ein Upgrade. Ah. Kann er mir jetzt im Kampf helfen? Das wäre ja nice. Oh Mann ey, das wird voll der Killer-Roboter. Ha. Oh, ich erinnere mich an diese Stelle. Gott, war die ätzend. Tja. Na, heile ich doch mal kurz hoch, weil dieser Kopfgeldjäger-Kampf hier jetzt nicht vorhergesehen war. Aber das ist eine coole Sache, muss ich einfach mal sagen. Außerdem muss ich mal kurz hier... Wollte doch irgendwas holen. Genau, ich wollte mein maximales Leben erhöhen. Das erschien mir sinnvoll. So. Denn so langsam merke ich doch, dass wir hier... Schwierigkeiten mit der Lebensenergie kriegen bei den Gegnern. So. Na komm, jetzt mache ich mit der Hauptstory weiter. Erstmal. Diese kleinen Nachladeruckler, die sind irgendwie irritierend. Ich habe das Gefühl, die sollten bei meinem Rechner nicht passieren. Oh, und mir fällt auch gerade auf, warum. Für die, die es interessiert, das Problem ist... Okay, Moment. Sir gave me your comm frequency. Mari, are you okay? I'm safe. Unlike too many of the others. Did Mariana give you our rendezvous coordinates? She did. I'm on my way. Good. We're just reaching them now, but we can't stay long. The Empire's looking for us. I'll be there as soon as I can. Over here, BD. Schneckenvieh. Das mich mit irgendwas ankotzt. Nein, scan die Schnecke. Geht doch. Ein Slug. So, ich probiere mal kurz was aus. Wegen der Framerate. Und zwar. Ich hoffe, das Spiel scheißt jetzt nicht ab, deswegen den Prozessor in den Boost-Takt schalten. Genau, dann haben wir hier nämlich etwas mehr... Er war nämlich im Silent-Modus hier. Und deshalb nur auf 2,2 GHz, für die, die es interessiert, statt auf den 4,4, wie es sein sollte. Jetzt sollte es auf smoother laufen.
Brumm. Im Kreis gelaufen, kann das sein? Ja. Nee, hier bin ich reingekommen. Jetzt bin ich verwirrt. Hilf mir, Karte. Ah, okay. Hier und dann links. Also, vom Design her gefällt mir Kashyyyk bisher, glaube ich, am besten. Hey, close, BD. Those things look fast. Au. Frechheit. Erstmal kurz gucken, ist das hier nur der Weg zurück? Oder versteckt sich hier noch irgendwas Schönes? Ein Machtecho, als hätte ich es gewusst. Das nehme ich mit. Ah. Wieso hat er hier eigentlich plötzlich einen Scheinwerfer, während ich in anderen dunklen Gegenden immer gesagt kriege, dass ich mein Lichtschwert dafür einschalten soll? Das ist doch Banane. So. Unten ist ein Savepunkt, das klingt mir nach, hier geht's weiter. Oh Gott, bis da hinten. Ganz schön weiter Weg. Das Respawnen können wir uns leisten. Nein! Verdammt. Wollte ich doch nur anvisieren, das komische Viech. Okay, anscheinend triggern wir ihn aber nicht. Gehen wir hier überhaupt weiter? Hier geht's nirgendwo weiter, oder? Soll ich wieder... Ach so, ich hab's nicht gesehen. Ja, versucht das mal. Weggemetzelt. Oh, so langsam komme ich wieder rein. Tschüss. Hinten sehe ich auf jeden Fall schon mal den nächsten Savepunkt. Mann, 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 die Stormtrooper geben mir inzwischen echt keine XP mehr. Oh, da ist schon wieder ein Purge Trooper. Da habe ich ja gerade gar keinen Bock drauf. Natürlich. Oh, nein, das soll man. Okay, was ist denn das für eine Abkürzung? Oh Gott, ey, ich komme mit dem Level hier gerade gar nicht durch, völlig durcheinander. Ach, jetzt. Ah, jetzt bin ich hier. Okay. Jetzt habe ich es wieder. Ach, stimmt, das kann man ja nicht blocken. Oh, tschüss. Can't fail my ass. So, und so ein Überladeding habe ich oben nämlich auch noch irgendwo gesehen. Und es ist schön, dass man jederzeit mit dem Boden reden kann. Ich lasse die mal gerade machen. Übliches Vorgehen. Hm, die kriegen den ja ganz schön schnell platt. Na, wer möchte gerne... Hm.
Stimmt, bei denen musste man die Rakete zurückwerfen im richtigen Moment, ne? Oder halt sterben. Da sind noch mehr. Au! Was stimmt denn hier nicht, ey? Wollte ich gerade schießen? So. So geht's auch. Wieso kriege ich denn hier so auf den Sack, ey? Gerade meine Lebensenergie erhöht. Wow! Sudden Spider ist sudden. Ja. Schön. Das hat doch gut geklappt, möchte ich sagen. Thanks, BD. Ja, okay, über eine Wookiee-Behausung muss ich jetzt nichts lesen, das weiß ich schon in etwa. Von da komme ich. Also kann es hier wohl nicht weitergehen, oder? Oh, habe ich da was übersehen? Anscheinend. Da geht's irgendwo hin. Das ist immer wieder was ich aufs Neue feststelle bei den Videos, die gleichzeitig sich aufs Spielen und aufs Moderieren zu konzentrieren, das hinzukriegen, ist gar nicht so leicht. Ach, da gibt's eine. Gibt's eine untere Ebene? Nein, gibt's keine untere Ebene. Bin ich blöd? Ich kann doch nicht einfach da runterspringen. Augen auf im Straßenverkehr. Gut, dass wir schon wieder Kabel hochrutschen können. Au. Okay. Theoretisch gut, dass wir Kabel hochrutschen können, nur da wieder hinkommen. Wahrscheinlich dieser Kletterparcours hier, aber egal, das mache ich später. Erstmal speichern. Jetzt haben auch die Nachladeruckler aufgehört. Sehr gut. Lauter von den komischen Viechern hier. Dislike. Ich kann mich wirklich nicht erinnern. Sieht ja zum Glück überhaupt nicht wie eine Falle aus. Ich kann mich wirklich nicht erinnern, ob das. Was sind das für Dinger? Uncool. Ich kann mich wirklich nicht erinnern, ob der. Ob BD schon die ganze Zeit diesen Suchscheinwerfer hatte, wenn man in dunkle Gegenden geht oder nicht. Kann ich die Dinger scannen? Oh, nice. Good scan, BD. Rachenpflanze. Die Dinger will ich gar nicht scannen. Also, ich würde schon gerne, aber ich glaube, das ist mir zu riskant. Das kann ich anscheinend nicht scannen. Es ist wirklich keine gute Gegend hier. Oh, da freut sich Grease.
Ah, ist ja schon ein bisschen creepy hier, muss ich sagen. Hätte ich gar nicht erwartet. Ah, ich will das nicht. Aber was tut man nicht alles für ein paar XP? Ach du meine Güte. Gut erkannt. So, einmal bitte da hoch und von diesen ganzen gruseligen Dingern weg. Was wolltest du da gerade scannen? Sicherlich hier schon stinknormale. Was ist das da? Noch eine Pflanze fürs Terrarium oder was? Good job, BD. Ja, bitte, lauf in so eine komische Pflanze. Dafür kriege ich nicht mal XP, wie frech. Das geht doch bestimmt kaputt, ja. Okay, die machen einfach nur ein bisschen Schaden. Trotzdem uncool. Oh Gott, nein. Haut ab. Haut ab. Ah, komm. Instant Kill. Wie Spider-Man. Hey, bin hier voll perfekt ausgewichen. Ganz schön wehrhaft für eine Schnecke, ey. BD! Immer wenn ich es blocken will, macht es seine scheiß Spuckattacke. Finde ich auch nicht okay. Noch ein Machtecho. Stand da ernsthaft, Partisanen und Imperium beschießen einander mit Blastern. Super Untertitel. Ich glaube, der Untertitel Blasterschüsse hätte es auch getan. Aber Untertitel, ich nenne es jetzt mal Untertitel für Hörgeschädigte, sind sowieso immer Bombe. Ursprungsee. Kommen wir jetzt hier zu Wookiee-Schaffensmythen oder was? Ich meine, Religion und Star Wars ist ja eh immer so ein Ding. War das in Australien, glaube ich, haben 11% der Leute oder so, ist ein tatsächlich relativ signifikanter Anteil von Menschen, Jedi als Religion angegeben bei einer Volkszählung. Finde ich bemerkenswert. Irgendwie fühle ich mich nicht wohl hier im Wasser. Ja, er kann ja doch schneller schwimmen. Wenigstens, wenn man die blockt, kriegt man hier so einen schönen Instant-Sofort-Kill. Das finde ich sehr praktisch. Schöner Follow-Through. Kann ich hier irgendwie einen Shortcut aktivieren, noch irgendwas mäßig irgendwie? Das sieht mir aus wie eine Plattform-Herausforderung. Ha, witzig. That's where we're supposed to meet Tarful. Ha, da oben sehe ich eine Kiste. I see what you want from me. Glaube ich. Probiere ich mal. Komme ich da hoch? Ja, okay. Komm aus der Schnecke raus. Jawohl. Also darf eigentlich der Druide entscheiden. Oh ja, rot, komm. Pass doch zum Schiff. Also darf der Druide entscheiden, welches Loot ich sinnvoll finde und welches nicht.
Das nervt jetzt hier natürlich ein bisschen. Irgendwie hätte ich erwartet, da ist noch ein eleganterer Weg auffindbar. Da war ich schon. Aber da muss ich trotzdem wieder hin, okay. Ah, noch ein Nachtecho. Ja, es lohnt sich immer alles grundsätzlich, nein, gründlich zu durchsuchen. Ach ja. Ja, übrigens, wo ich das mit den Videos jetzt angemerkt habe, mit der Auflösung, mit der Bitrate und so weiter, das war auch der Grund, weswegen es Dienstag kein Video gab. Weil ich da erst noch dran rumgedoktert habe. Erst in puncto es auf 1440p stellen und das ausprobieren und dann feststellen, dass die Videos dann unsäglich groß werden. Also wirklich riesig, die Datei von der Folge von Mittwoch, Folge 13, waren ganze 22 GB fast, 21,6 oder so. Und das hat dann auch dank dem super Upload Speed hier fast 5 Stunden gedauert. Und ja. You should seek answers there. It's massive. I don't even know where to start. Well, you might be able to find a way up through its root system, but most of it's underwater. You'll need this breather. Wie praktisch, dass sie diese Gadgets haben. Aber nice, das heißt noch mehr zu erkunden. The only thing we can. Keep fighting. Good luck. Hope we meet again. What happened between you and Saul? Yeah, nice. Difference of opinion. He thinks the war is lost here. And you? I won't leave the Wookiees to suffer alone. What if Saul's right? What if Kashyyyk can't be won? The Empire's built on fear and indifference. By banding together, we challenge its very existence. This war is far from over, but it's worth everything to fight it, even if we don't know the outcome. Mit den beiden kann man nicht reden. Schön. Aber finde ich ja toll, dass... wahrscheinlich soll ich da jetzt runterspringen, ne? Finde ich ja toll, dass... na, sag doch mal. Dass die ganze Rebellion jetzt noch ein bisschen mehr... Backstory bekommt, sozusagen. Und... und man da auch ein bisschen... Naja, ich meine, Luke in Episode 4 sagt einfach nur, ihr wisst von der Rebellion, so nach dem Motto, das müsste ja schon jeder wissen, quasi. Aber... finde ich schön, dass Rebels und in Anfängen, in Ansätzen, also man sieht die Ansätze ja auch schon bei Clone Wars durchaus, da nochmal ein bisschen mehr Hintergrund zugibt. Das gefällt mir. Hm, noch ein Goodie gefunden. Okay, wir nähern uns wieder der halben Stunde, deswegen. A Wookiee took shelter here. Morning go on an elder. Deswegen werde ich jetzt einfach mal gucken, dass wir zum nächsten Savepunkt kommen. Und dann die Folge auch wieder beschließen. Aber solange wir den noch nicht gefunden haben, ist ein bisschen schwach, dass der Droide unter Wasser nicht in die Kiste schwimmt. Aber viele Goodies, das gefällt mir auch. Ja, hätte ich irgendwie auch nicht erwartet, in einem Star Wars Spiel unter Wasser Segmente. Ist das ein abgestürztes Tiefflugangriffstransporter? Ja. Ach ja, jetzt erkenne ich es auch. Sind das Klone?
Ne? Navigation unter Wasser ist ein bisschen tricky, aber ja, tatsächlich. Klonkrieger. Habe ich nicht gerade noch von Clone Wars gesprochen? Schön, wenn etwas so schnell eine, wenn sich ein Kreis so schnell schließt, so. Und ich habe schon wieder vergessen, was ich gerade sagen wollte. Achso, Unterwasserabschnitte in einem Star Wars Spiel. Hätte ich jetzt so nicht mit gerechnet hier. Aber ist ein... ist noch eine coole Ergänzung. Verstärkt aber auch meinen anfangs ja schon geschilderten Eindruck, dass es irgendwie sehr Zelda-mäßig ist alles. Schwimme ich jetzt nochmal da weiter? Ach nö. Ah, Gegner. Ach, du mit deiner Kack-Spuck-Attacke. Hier pflegt ein Kumpel von mir zu sagen, jetzt reicht es mir. Das beste Upgrade, was es gibt. Das Lichtschwert werfen zu können. Au. Ne, dass der so blöd daran hängen bleibt, ist gut und schlecht. Even Tarful could keep them out forever. They won't stop until everyone's wiped out. Always finding stuff. Sehr schön. Und hier sind diese komischen. Thanks, BD. Diese komischen Dinger. Ein Feind fehlt mir noch auf Kashyyyk anscheinend. Von der. Vom eingeborenen Leben. So, jetzt könnte langsam aber doch mal der nächste Speicherpunkt kommen, finde ich. Ihr kriegt mich niemals. Ja, das war schon wirklich gekonnt. Nicht noch mehr von den Dingern. So kann man eigentlich nicht nach unten hüpfen. Those things give me the creeps. Whoa, strong words coming from you. Ja, Druiden finden sie wahrscheinlich nicht so interessant. Dein Ernst? Das kann doch nicht dein... Geht doch. Spiel soll sich mal entscheiden, ob man jetzt um die Ecke springen kann oder nicht. Aber das ist mal ein cooler Gegnertyp, muss ich sagen, die... die komischen... Wow. Kommt er hier einfach mit dem Raketenwerfer? Zackt. So. Erledigt. Da will ich nicht hin. Ah, und da dachte eine Kiste, sie könnte sich noch vor mir verstecken. Okay, sonst ist hier aber nichts. Hätte ja sein können. Lichtschwerthülse. Und da ist doch auch noch was hinter dem Wasserfall. Classic. Zum Beispiel so ein blöder Käfer. Und ein Echo nochmal. Sehr schön. I've got a read on the Wookiee General's position. Close in. Irgendwann lese ich diesen ganzen Datenbankkrempel auch nochmal, aber natürlich nicht onscreen. Das scheint mir dann doch zu viel des Guten. Ja, ihr seid ganz toll. Bin ich eigentlich noch auf dem richtigen Weg oder? Ja, okay. Dachte schon, ich erkunde hier jetzt irgendwelches Nebengebiet.
Ich wette, hier kommt noch irgendein Unterwassergegner, wobei eigentlich, da man noch keine Möglichkeit bekommen hat, unter Wasser zu kämpfen. Wahrscheinlich doch nicht. Und es ist schön, dass er unter Wasser übrigens auch redet. Gibt es eigentlich eine sozusagen offizielle Regel, ob Lichtschwerter unter Wasser funktionieren oder nicht? Also in den meisten Spielen tun sie es, glaube ich, nicht. Fallen aber auch nicht so viele Star Wars Spiele ein, in denen das überhaupt relevant vorkommt. Jedi Knight hauptsächlich. Aber das war es eigentlich auch schon wieder, außer dem hier jetzt halt. Und das kann man jetzt natürlich nicht sehen, aber... Ja, hier funktioniert es nicht. The Jedi are supposed to be symbols of hope, but I led the Inquisition here. Mari and Tarful put their trust in me. Can I just endanger them again? Die Antwort ist ja. So, jetzt aber erstmal hier, 36 Minuten, das wird ein langes Video. Erstmal speichern. Und dann habe ich hier noch zwei Skillpunkte. Was ist das da? Zusätzliches Leben regenerieren. Den gebe ich jetzt noch aus, dann haben wir hier Schluss für heute erstmal. Was ist denn das hier oben? Achso. Machtanzeige auffüllen. Besserer Schub. Ich nehme den erstmal den verbesserten Wurf. Höhere Reichweite für den Lichtschwertwurf scheint mir... Als wäre das was Nützliches. Ja, so oft wie ich das benutze noch dazu. Gut, dann würde ich es hierbei jetzt erstmal belassen für heute. Und verabschiede mich zur nächsten Folge. Sehen wir uns dann hoffentlich wieder. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Lasst mir ein Like da, lasst mir ein Abo da, wenn ihr mögt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir weiter Kashyyyk retten. Ciao!